Der Tobi, der weiß nichts von mir. Aber die Reihenfolge, was der da heute gemacht hat, das war super. Erster Vortrag war Physik, das war die Basis für Chemie. Und Chemie, das ist die Basis für Biologie. Huhu! Und Liebe ist eine Natur für Biologie. Alles für unser jetziges Slam-Thema, na, Biologie. Hallo, ich bin die Lei. Ich bin Biologin und ich beschäftige mich mit Energieforschung. Ni hao. Was sagt ihr? Biologie und Energieforschung passen nicht zusammen? Schauen wir mal. Also hier unten, da sehen Sie eine eukaryotische Zellen. Zum Beispiel unser humane Zellen. Und da oben ein Teil vom Berlin. Passt zusammen. Genau wie Berlin funktionieren die Zellen auch. Die Berlin funktioniert schon immer als eine Stadt, auch wenn die Flughafen erst 10 Jahre nach dem Solltermin geöffnet sein soll. Das Stadtleben geht immer weiter, Tag und Tag. Genauso ist es die Zellen. Und was braucht man für die Zellen, sodass das Leben immer weitergeht? Die Liebe, hat Simon erzählt. Und was noch? Ja, ich hab jetzt alle Animationen weggeschmissen, weil ihr alle schon sowieso kennt. Zuerst braucht man eine Zellmembran, sodass die Berlin überhaupt Berlin bleibt, mit all seinen Eigenschaften. Und dann braucht man eine Regierung, das ist die Zellkern. Das sind DNA drin, eigentlich nur höchstens 5% von den DNA sind überhaupt Gene. Das sind viel zu viel. Aber Hauptsache, die Regierung funktioniert. Stimmt? Ja. Und dann brauchen wir noch die Ribosome. Das sind die fleißigen Arbeiter, wie wir alle. Es gibt so eine Freiberufler-Ribosome, die schwimmen einfach hier in den Zytoplasma und produziert was. Aber es gibt auch andere fleißige Arbeiter, die arbeiten in großer Fabrik. Diese Fabrik hat einen Namen, das heißt endoplasmatische Reticulum. Übersetzt heißt es intrazelluläre Netzwerk. Und das ist die große Produktionsfabrik für uns alle. Gut, nur Produktion funktioniert ja immer noch nicht. Die Produkte müssen noch verpackt werden, verschickt werden und Werbung gemacht werden. Und das macht Amazon. In Biologie heißt Amazon Golgi-Apparat. Der produziert selber keine Sache, aber der macht die Produkte schöner und verkauft es. Ohne geht's nicht. Und dann? Und dann für Saubermachen gibt es, na, Eimer für alle. Das nennt man Lysosom. Kein Staat ist so orange wie Berlin. Also BSR. Das ist noch nicht alles. Um das, die Stadt funktionieren zu lassen, braucht man noch viel Energie. Und das ist unser Mitochondrium. Das sieht ja wie so ein Grillofen aus. Und das macht ganz Tolles, was Michael vorher erzählt hat. Knallgasreaktion. Die zwei Ballons, die bohren. Habe ich ja echt eine Angst gekriegt. Und das, genau das, passiert in unseren Zellen. Aber das ist noch nicht immer so gewesen, dass wir diese Mitochondrien in unseren Zellen haben. Das bedanken wir die erste Energiewandlung in der Evolution. Der hat auch einen Namen, das nennt man Endosymbiose. Es passiert einfach ungefähr so. Vorher gab es so eine große eukaryotische Zellen. Der ist groß und er hat viel vor, aber er hat nicht genug Energie. Der schwimmt im Meer und macht sich Gedanken. Und neben ihm, da sind die kleinen Bakterien. Die sind zwar klein, aber die kann Knallgasreaktion und produziert viel Energie. Und die große Zellen, das ist die Ursprung von uns eigentlich, er dachte, wäre schön, wenn ich die habe.
Und eines Tages hat unser großer Zellen die Bakterien einfach adoptiert. Und dadurch entsteht Mitochondrien, unser zelluläres Kraftwerk. Aber wie Sie ja schon wissen, Kraftwerk ist gut, sodass wir überhaupt evolutioniert hat, sodass so viele Leute wie uns gibt. In China gibt es noch viel mehr. Aber andererseits, Kraftwerk kann auch Schmutz machen. Und das macht man in China sogar Smog. Was Sie sehen nicht, diese grüne Schrift, das nennt man Beijing Smog. Das ist wirklich, wenn ihr ohne Smog ist, sieht so aus in Peking. Das ist in der Nähe von wo ich wohne, wo ich herkomme. Und das ist mit Smog. Das ist, was den Kraftwerk in unserer Stadt machen könnte. In der Zellen macht er aber nicht Smog, sondern ROS. ROS heißt Reactive Oxygen Species und das sieht so aus. Und in meinem Labor können wir als Grün färben und messen. Was sind denn eigentlich die reaktive Sauerstoff-Species? Also grob gesagt sind das Singles. Sie wissen ja, alle glücklichen Moleküle, die haben zwei gepaarte Elektronen. Aber die ROS, die haben eine, die sind Singles. Und ihr kennt alle so eine manchmal aggressive Single, der klaut einen Partner von anderen, die glücklich waren. Und dann ist er glücklich geheiratet, aber entsteht wieder neue Singles. Und das passiert genau in der Zellen, besonders in der Alterungsprozess. Der macht die Lipide kaputt, macht DNA kaputt, macht Protein kaputt und entsteht so viele kaputte Sachen, sodass die Alterung und altersbedingte Krankheit kommen. So, das ist die Tatsache. Life is pain. Was tun? Plan A, wir schalten alles aus, kein Kraftwerk mehr. Ist das eine gute Idee, Michael? Geht so, dann ist ja hier kein Science Lab mehr, weil da gar nicht mal Licht an ist, ne? Das geht nicht. Plan B, wir machen synthetische Biologie und wir machen die Mitochondrien, unser Kraftwerk, noch ein bisschen perfekter, sodass keine ROS produziert ist. Guter Plan? Ja. Ja. Die meisten Leute haben aber Angst davor. Aber die Tatsache ist, synthetische Biologie hat nicht unser Biologe erfunden. Das passiert sowieso immer schon in der Natur. Das ist der Prozess der Evolution. Aber das dauert seine Zeit. Also ich weiß nicht, ob wir alle hier noch erleben können. Aber unser Nachwuchs vielleicht. So, in meiner Forschung geht es um Plan C. Die Singles, die sind doch verlangweilig, ne? Und wir finden Aufgabe für die Singles. Wir lassen die Singles Raw Signaling machen und uns zu Bescheid zu sagen, ja, das ist ja sowas passiert, das ist ja Raw, ich bin da, mach mal Reparatur, sodass die Schaden, was ich gemacht habe, wieder beseitigt ist. Das ist meine Forschung, um gegen Alterung und altersbedingte Krankheit zu kämpfen. In meiner Forschung benutzen wir Zellbiologie und mathematische Modellierung. Warum mathematische Modellierung? Es gibt Sachen, die man nicht so ohne anders einfach nur so probieren kann, zum Beispiel die Knallgasreaktion. Deswegen zuerst simulieren und dann Versuche machen. So, dann komme ich schon zu den letzten Slides von unserem Slam, von meinem Slam. Das ist unsere Evolution, die ganze Vorgang. Das Leben ist ein sehr robustes Phänomen. Das heißt, das Leben geht weiter und neue Energiewandlung wird kommen. Aber bis dahin genießen wir das Leben. Danke. Le Mao.